Worauf kommt es beim Kauf eines Gasgrills an? Die Aufheizzeit, eine gleichmäßige Temperaturverteilung, ein gutes Grillergebnis? All das testen wir. Außerdem auch vieles, was andere übersehen. Wir fanden Sicherheitsmängel, Schadstoffrisiken und Probleme in Sachen Haltbarkeit. Von 12 Gasgrills im Test konnten nur 4 überzeugen. Warum? Das verrät der kurze Überblick zu unserem Gasgrilltest. Gasgrills sind praktisch. Per Knopfdruck gezündet, schnell aufgeheizt und ohne Sauerei mit Kohle und Asche. Im Test hatten wir neben 8 Grillwagen auch 4 tragbare Grills. Sie haben oft einklappbare Beine und eignen sich fürs Camping, für den Park oder Balkon. Alle tragbaren Grills im Test kommen mit einem Brenner aus. Gerade bei den portablen Grills liefert nicht alle ein optimales Grillergebnis. Manches war fast schon verbrannt, während andere Teile noch nicht durch waren. Für Terrasse und Garten eignen sich die Grillwagen im Test. Alle haben sie 3 Brenner. So lassen sich unterschiedliche Temperaturzonen erreichen. Ausstattungsunterschiede sind beispielsweise einklappbare Ablageflächen, eine im Grillwagen verstaubare Gasflasche oder die Anzahl der Räder. 4 kleine eignen sich eher für die Terrasse. 2 große kommen auch mit unebenem Grund zurecht. Ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal sind die Grillroste. Gusseiserne Roste speichern Wärme gut. Beim Auflegen von Grillgut kühlt der Rost kaum ab. Bei großen Mengen sorgt das für optimale Grillergebnisse. Edelstahl hat dafür den Vorteil, nicht rostanfällig und leichter zu reinigen zu sein, denn es nimmt Temperaturwechsel weniger übel als Gusseisen. Alle gusseisernen und Stahlroste im Test sind mit Emaille beschichtet. In unseren Schadstoffprüfungen stellten wir fest, dass fast alle beschichteten Roste hohe Mengen an unterschiedlichen Schadstoffen abgaben, wie Aluminium, Kobalt oder Nickel. Darunter auch die Roste der beiden teuersten Grillwagen im Test, von Weber und Napoleon. Probleme gab es auch in der Sicherheitsprüfung. Beim Activa Tischgasgrill Crosby etwa kann das Handgelenk in Kontakt mit dem heißen Deckel kommen und beim Grillwagen von Napoleon wird die Fläche neben dem Thermometer sehr heiß. Deutlich schlimmer ist das Sicherheitsproblem des T-Pro Tischgasgrills. Dreht man ihn aus, kann die Flamme zurückschlagen und den Grill oder andere Gegenstände in Brand setzen. Das ist mangelhaft. Große Unterschiede zeigten sich in der Haltbarkeit der Grills. Zum Test der Korrosionsbeständigkeit haben wir alle mit Kochsalzlösung eingesprüht und 7 Tage in der Klimakammer gelagert. Einige sahen danach so aus. Sogar an den beschichteten Rosten gab es rostige Stellen. Die größten Schwächen offenbarten hier die Standgrills von Landmann und Weber. Wer einen sicheren, langlebigen und praktischen Grill haben will, findet alle Testergebnisse unter test.de Gasgrill.